Okay, jetzt ganz entspannt. Du bleibst jetzt mal ganz entspannt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute mit einer ganz schönen Meldung. Und zwar der Comedian Oliver Pocher wurde auf einer Veranstaltung von der Polizei abgeführt, weil er sich gegen Corona-Maßnahmen gestellt hat, beziehungsweise Corona-Regeln auf einer Veranstaltung nicht eingehalten hatte. Diese Veranstaltung war das Strandkorb Open Air in Hartenholm in Schleswig-Holstein. Dort war er unterwegs, weil seine Frau wohl in der Nähe auf der Insel Fehmarn einen Drehtermin hatte. Und dann hat Pocher festgestellt, dass sein guter Kumpel Pietro Lombardi in der Nähe, halt in Hartenholm, ein kleines Fest organisiert hatte oder eine kleine Show. Und dort wollte er dann mitmachen und gemeinsam den Song Nur ein Tanz von Pietro Lombardi aufführen und singen. Bei dieser Aufführung sprang er dann letztendlich in das Publikum und ja, ging begeistert und jubelnd auf diese Menge zu. Wow, echte Menschen, bleibt auf eurem Platz, Corona-Regeln. Bleibt auf eurem Platz. Ihr dürft nur ganz kurz Fotos von mir machen. Ich bin unfassbar für dich. Verstoßte damit dann im Endeffekt gegen die Corona-Regeln. Ja, der Veranstalter, dem gefiel das dann im Endeffekt gar nicht, der machte dann von seinem Hausrecht Gebrauch und rufte prompt die Polizei. Diese kam dann auch und nahm Pocher so ein bisschen in einem festen Griff dann weg von der Bühne und raus aus dieser Veranstaltung. Ich will Sie wehren, ich bitte nicht. Ich hab jetzt... Okay, jetzt ganz entspannt. Du bleibst jetzt mal ganz entspannt. Wir haben alles drauf. Pocher sagte auch Folgendes dazu. Die Polizei wollte in Hartenholm mal den Harten machen. Danach sagte er noch, ich finde, es gibt Sachen, die wirklich von Relevanz sind, wie zum Beispiel Clankriminalität, Kindesmisshandlung oder Querdenker-Demos. Ich bin wirklich Team Polizei, aber abgeführt zu werden, weil man 30 Sekunden ins Publikum geht, zeigt einfach, wo wir momentan stehen. Ja, ein ganz schwieriger und lustiger Fall. Einerseits natürlich schön, dass die Polizei auch bei prominenten Beispielen dann durchgreift. Das ist natürlich erstmal aufgrund der Fairness natürlich relativ schön. Trotzdem möchte ich natürlich mal eure Meinung dazu in den Kommentaren lesen. War das vom Veranstalter vielleicht eine sehr schnelle Aktion? Vielleicht hätte man das erstmal überdenken müssen, wenn es da wirklich nur um 30 Sekunden geht. Oder seid ihr der Meinung, nee, da muss man hart durchgreifen und da muss man auch gegen Prominente genauso durchgreifen wie gegen den einfachen Mann vielleicht auf der Querdenker-Demo. Also das ist zumindest eine interessante Debatte. Und da würde ich mir wünschen, dass ihr vielleicht mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreibt. Ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.